Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute von der Hohen See auf der MS MyStar. Heute ein bisschen eine etwas andere Konstellation, aber ich denke mal, ihr seid davon wie immer unbeeindruckt und haltet durch. Denkt dran, natürlich den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten auch heute zu kommentieren. Kanalmitgliedschaft für alle. Aber ihr wollt natürlich auch die Themen wissen und ihr wollt natürlich auch ein bisschen mehr sehen. Da müsst ihr bis zum Ende durchhalten. Ich zeige euch am Ende das Meer. Themen sind natürlich Frankfurter Flughafen, Nordlandebahn. Da gibt es Neuigkeiten. Dann die Lufthansa mit dem 380er hat heute losgelegt. Austrian Airlines 340er auch im Iran verschwunden. Ich muss lachen, ihr merkt das schon. Und dann geht es natürlich weiter mit der Iberia, die da jetzt buchen, später zahlen Geschichte machen möchte. Und wir haben natürlich was aus der Welt der Meilen und der Punkte und des Status. Einmal IHG Hotels hat ihre 5000 Hotels aufgewertet, haben sogar, glaube ich, mehr. Aber 5000 Hotels machen bei der Aktion mit dem Internet. Nicht, dass es kostenlos ist, sondern einfacher für euch einzuloggen. Und wir haben als letzte Information nochmal von Miles & More die Langstrecken Economy Class Meilenschnäppchen, weil da sind die Zuzahlungen billiger. So, ihr habt ja jetzt abonniert, die Glocke, Like und so weiter. Deshalb können wir auch ins erste Thema einsteigen und das ist der Frankfurter Flughafen. Ich hatte gestern ja über den Frankfurter Flughafen berichtet, dass die Nordwestbahn mit ihrem Anti-Skid-Belag Probleme macht. Den Reifen hatte ich gestern gezeigt bei der Lufthansa, dass der durchaus schlimm aussah. Was an dieser Stelle natürlich auch immer wieder ein Thema ist, ist die Lufthansa, die Sicherheit. Weil die haben gesagt, ja, wir landen da nicht mehr, weil die Reifen sind verschlissen. Das heißt, wir müssen Reifen wechseln. Sowas geht auch relativ schnell. Und man sagt dann, oh, warum haben die denn kein Ingenieursbüro, was sowas macht? Und jetzt ist es so, die Nordwestbahn ist wieder freigegeben. Heißt also, dass die etlichen Gummis, die natürlich nicht mehr verfügbar oder beziehungsweise nicht mehr benutzt werden können, ausgetauscht werden müssen. Aber das ist nicht deren Problem. Denn man hatte diese Anti-Skid-Geschichte mit dem Belag FL8, also FL8 und dann Safe ausgestattet, also Flight Safe, ja, Wortspiel, Achtung. Aus Epoxidharz und Split gemacht. Ich kenne Epoxy eigentlich nur als Surfer in den 80er Jahren, wo die Leute mit Epoxy ihre eigenen Surfbretter gemacht haben. Aber nun gut, auf jeden Fall ist es so, dass der Hersteller Pössl Spezialbau aus Rheinland-Pfalz diesen Asphalt angeboten hat, weil der wesentlich griffiger und haltbarer ist. Die Vereinigung Cockpit hat sich dazu auch geäußert, dass man natürlich bei den Landungen das merkt, dass diese Verzögerung wesentlich besser ist und auch natürlich, wenn es regnet, mehr Sicherheit bietet. Ich habe jetzt kein Thema gefunden, wo man jetzt sagen müsste, dass der Gummiabrieb da dann jetzt irgendwie besser wird oder sowas. Aber bei den Checks nach der Landung stellt die Lufthansa natürlich das Gegenteil fest, dass mit FlySafe der Gummiabrieb um 40% weniger sein sollte. Es kommt zu massiven Reifenabrieb. Aber nun gut, man will letztendlich Landungen simulieren, erklärte ein Unternehmenssprecher mit einer Art Fraport-Walze, die das dann macht. Und am Abend wurde die Bahn wieder freigegeben. Auch Lufthansa-Maschinen landeten dort wieder, wie ein Fraport-Sprecher sagte. War das jetzt irgendwie Fehler? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ist interessant, was da halt passiert. Ich werde es weiter für euch beobachten. Nichtsdestotrotz wäre ja eine Sanierung, wie gestern gesagt, für uns als Passagiere relativ problematisch, da es ja schon während der Bauarbeiten Verspätung bis zu 30.000 Minuten am Tag gegeben hat. Also rund 120 Flüge seien in der Spanne ganz auch ausgefallen. Fraport fordert die Passagiere bereits auf, sich über den jeweiligen Status ihrer Flüge zu informieren. Also hier am Ball bleiben. Wer auch am Ball geblieben ist, ist die Lufthansa mit dem 380er zur Freude von vielen. Und die Maschine ist wieder im Einsatz, ist heute losgeflogen, am Donnerstag quasi um 15.35 Uhr. Nee, Quatsch, das war ja gestern. Gestern von München nach Boston und sie sind fast ausgebucht, voll geflogen. Ja, ganz genau. Die Lufthansa will halt noch 4 ihre 380er zurückbringen und mit dem Winterflugplan kommt natürlich im Oktober Los Angeles und Bangkok dazu, 509 Passagiere passend hinzu. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil die
Business Class, ich glaube, das sind 96 Business Class Sitze in dem 380er, dass da vielleicht mehr Meilenschnäppchen möglich sind, als sie jetzt drin waren. Weil die Meilenschnäppchen sind enttäuschend geworden und eher eigentlich sogar schon zum Upturn. Also ich fand es irgendwie sehr, sehr mau, gerade bei der Langstrecke. Es gab ja dann doch durchaus bei der Swiss oder bei der Lot und sowas noch ein bisschen, was es nicht rausgerissen hat, aber man doch dachte, dass es wenigstens etwas Angebot gibt als Meilenschläppchen. Aber auch hier könnt ihr kommentieren. Ich bin halt ganz froh, dass der 380er wieder da ist und schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Ein Flugzeug, was auch bei der Flotte ausgemustert werden soll, ist bei den Fluggesellschaften die Grenzen 340er, also auch die vierstrahligen Maschinen. Und so ist das auch bei der Austrian Airlines gewesen. Die 340-200 ist jetzt auch in den Iran gelangt, genauso wie die Maschinen von der Regierung aus der Bundesrepublik logischerweise, aber auch von den Franzosen. Und der Airbus 340-200 war von 1995 bis 2006 für die Austrian geflogen. Und das ist natürlich interessant. Und wenn man halt guckt, dass die 340-200er alle dahin gehen, Ersatzteile haben die ja dann damit wirklich genug. Ich verstehe nur nicht, wie die Flugzeuge da dann immer hinterkommen, weil man die ja doch dann über Scheinfirmen kauft. Irgendwie war da dann Hongkong involviert und andere Länder. Und diese Oldies fliegen dort und werden natürlich gehegt und gepflegt. Man hat ja auch die 747-200er und der SP, die da war. Auf jeden Fall, die ist ja auch da noch geflogen, wo alle anderen die rausgeschmissen haben. Geparkt waren auf jeden Fall die beiden Maschinen in Jakarta, und also westlich von Jakarta, und sind dann Mali und sind halt in Mali auch nie angekommen. Also insofern auch hier wieder Flugzeuge für den Iran. Ja, finde ich spannend. Mahan hat halt Oldies gerne. Wer gerne fliegt und jetzt bezahlen möchte, kein Problem. Wer aber jetzt fliegen möchte, Urlaub buchen möchte, kann aber auch später zahlen. Und das ist etwas, was Iberia macht. Damit möchte man den Passagieren die Möglichkeit geben, die Zahlungen etwas auszuweiten. Also ein klassisches, oder wird der Arm lahm mit dem Mikro vor der Hand, nur damit ihr mich besser versteht, weil ich sitze hier irgendwie im Restaurant. Aber ihr wisst ja, durchhalten bis zum Ende, dann seht ihr auch das Meer. Ich zeige euch dann auch mein Basilikum Pflanzen hier neben mir. Also aufpassen. Es ist so, dass man jetzt bei der Iberia dort Flüge bis zu 10.000 Euro so finanzieren lassen will, in Zusammenarbeit mit der BNPL Bank. Das ist quasi die Bank, die auch die Iberia-Karte ausgibt. Und damit kann man dann quasi auf Ratenzahlung machen, 3, 6, 9 oder 12 Monate. Hups, gegen den Tisch, er wackelt. Naja, aber das Schiff wackelt eh so ein bisschen. Aber nun gut, so ist das. Und wenn man sich das dann anguckt, ist es so, dass man Passagiere natürlich wesentlich lieber auf Raten zahlen. Naja klar, wenn du es nicht auf der Naht hast, dann kannst du auch nicht in Urlaub fliegen. Aber die Frage ist halt, kann man einen Urlaub, den man auf Pump fliegt oder macht, dann quasi auch genießen? Ich hatte das sowieso nie verstanden. Das hat mir mal auch ein Banker vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar gesagt, du weißt gar nicht, wie viele Leute im Sommerurlaub ihre Ratenzahlung machen müssen, weil sie halt den Urlaub auf, im Aachen sagt man, auf Buff, also auf Kredit kaufen muss. Und ja, das ist wohl so üblich, dass man das macht. Und an dem Geschäft wollen die natürlich verdienen. Wir wissen ja alle, dass die Zinsen ja gerade wieder hochgegangen sind. Bauzinsen, muss ich zu meinem eigenen Leidwesen auch erfahren, sind jetzt bei 4% und ein bisschen höher. Also gutes Geschäft anscheinend. Loyalität, das ist ja auch das Thema unseres Kanals. Und deshalb nochmal der Hinweis, wenn ihr an Loyalität, an mehr Meilen, mehr Punkten, mehr Status interessiert seid und keine Folge verpassen wollt, dann denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Ja, Glocke an, Like da lassen. Ihr kennt das Spiel. Like. Ich brauche Likes für den Algorithmus.
Dass es bei IHG auch jetzt nicht ein Programm ist, was unbedingt ein Loyalitätsprogramm ist, weil es in meinen Augen inkonsistent ist, sondern es ist eher so eine Punktegeschichte, wo man halt einfach Cashback kriegt, so würde ich das sagen. Weil selbst als Diamond bei IHG ist es schwierig, dort sein Punktekonto zu machen, voll zu machen und dann den Status, die Benefits zu bekommen, weil es da halt auch so ein bisschen shady wird. Die ersten Hotels schwenken ja aus, geben nicht mehr alle Diamond Vorteile und so weiter. Schwierig. Aber man hat da jetzt etwas gemacht, was in meinen Augen eine coole Geschichte ist, weil das nervt mich schon. Und zwar ist das so, wenn man im Hotel übernachtet, haben die ja alle zum Beispiel bei Hyatt, heißen die alle Hyatt Wi-Fi. So, und wenn du dich halt da einloggst, musst du erst das alte wieder raus, das neue rein und so weiter und so fort. Und die haben bei IHG jetzt Folgendes gemacht, dass man jetzt nur noch einen Sign-in haben muss in den meisten IHG-Hotels. Das heißt also, man erkennt die MAC-Adresse von deinem Device. MAC-Adresse ist die individuelle Adresse des Notebooks oder des Devices, was man nutzt. Das hat jedes Gerät. Und ihr merkt, wenn man auf dem Schiff ist, gibt es auch Durchsagen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich glaube, Bingo oder sowas. Oder vielleicht auch nur Duty-Free. Aber nun gut, lassen wir die Durchsage machen. Ich rede weiter. Auf jeden Fall ist es jetzt einfacher, sich zu verbinden, weil es wirklich diese Auto Einwahl ermöglicht, dass es also automatisch ins System eingeloggt wird in den Hotspot, und das geht über die Apple ID oder habe ich fast gesagt, über die IHG ID, über die Apple App oder über die Android App. Das heißt also, es geht nicht übers Notebook leider, aber zumindest übers Handy und so weiter. Heißt also, es funktioniert auch, wenn man das Hotel zum Essen nur besucht, also kein Hotelgast ist. Aber wenn man Hotelgast ist, funktioniert es natürlich auch, sollte man wissen. Heißt also, man muss einfach diese Auto-Connect-Geschichte einstellen mit Wi-Fi Auto-Connect in der App, und dann geht das auch automatisiert los. Finde ich eine coole Geschichte. Ihr könnt ja unten schreiben, ob ihr das interessant findet oder spannend, wie ihr das denkt. Also ich habe das zum Beispiel bei Hotels, wo ich öfter bin, und die haben zum Beispiel eine Einwahl über ein Passwort oder über sonst was. Dann klappt das teilweise auch so nach dem Motto, man weiß, wenn man zu Hause ist, wenn sich das Handy ins Wi-Fi automatisch einwählt oder so. Also insofern ist das auch schön, wenn das über mehrere Hotels einfach in der Kette funktioniert. Macht unser Leben einfacher. Dann als letztes Thema haben wir Miles & More. Ich hatte ja gestern die Miles & More Meilenschnäppchen angeteasert. Ich hoffe, ihr habt euch nochmal die ganzen Sachen angeschaut, ob da was für euch bei war. Ja, ich weiß, ich hatte ja gestern Kommentare bekommen, aber auch WhatsApp-Nachrichten, dass die Business Class gerade innereuropäisch oder das natürlich keinen Sinn macht. Ist klar, sind wir auf derselben Seite. Aber interkontinental war da schon in der Economy und auch in der Premium Economy schon ein bisschen was dabei. Was jetzt schön ist, ist, dass die im Juni etwas billiger sind, denn die Steuern und Gebühren sind bei Lufthansa schon massiv. Das heißt also, die machen da keinen Spaß. Einer hatte mir geschrieben, seit wann sind die die Steuerzuzahlung bei Meilentickets 700 Euro und mehr? Und ich so, ja, lustig, oder? Im Juni ist es aber so, dass die Meilenschnäppchen für Eco-Reisende auf der Langstrecke so sind, dass man die Zuschläge bei Hin- und Rückflug auf wenig mehr als 100 Euro bekommt. Das heißt also, dass man hier wirklich nochmal spart bei den Zuschlägen für den Reisezeitraum 15. September bis zum 31. Oktober. Gültig ist das natürlich für alle Economy-Class-Flüge. Buchen müsst ihr jetzt im Juni, das ist ganz wichtig. Aber in der Business-Class, sofern es Angebote gibt, bleiben sie beim Preis. Genauso, ist wahrscheinlich so eine Art Friedensangebot, ne? Ich weiß es nicht. Ich finde das eher merkwürdig, um das mal so zu sagen. Ja, danke, dass ihr heute hier wieder bei Frequent Traveler TV dabei gewesen seid. Ich zeige euch jetzt natürlich, wie versprochen, das Meer. Mal gucken, dass das nicht überbelichtet ist, hier aus der dunklen Sache. Ich komme mal näher, dann drehe ich das mal, muss das Mikro halten. Da seht ihr das Meer, seht meinen Blumenladen. Wir sind hier in voller Fahrt auf dem Weg. Muss ich das gerade halten? So, sonst denkt ihr, wir gehen hier unter. Das ist Titanic, das ist ordentlich. Also wie gesagt, danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei gewesen seid. Freue mich auf morgen mit euch und viel Spaß. Also, ich melde mich hier ab und bis dann. Also, ciao.